Heiho, es geht weiter mit Let's Play Super Mario World. Beim letzten Mal haben wir ein Level mit sehr vielen Abgründen sehr gut überstanden, muss ich sagen. Und dieses Mal machen wir diese kleine Burg und wenn das Glück von letztem Mal uns treu bleibt, kommt hier am Ende nicht mein Lieblingsgegner und diese Holzbalken. Als ich klein war, warum kannst du da durchlaufen? Als ich klein war, sah ein Teil für mich immer aus wie Bleistifte. Ohne Bleistiftmine. Toll, was? Ich meine, ist ja auch eigentlich nur Holz. Und was auch immer das da unten ist, es ist bestimmt so... so toll wie Lava, wenn man reinfällt. Machen wir ernsthaft, was ist das? Verschimmelte Schokolade? Weil selbst wenn das heiße Schokolade sein soll, es ist so... grau. Wow. Wow, Spiel. Ernsthaft. Sehr gut. Ich warte. Ich warte, bis er vorbeigelaufen ist. Lauf schneller, Kumpel. Ladidadida. Danke. Sehr schön. So. Hui. Geh weg. Danke. Ich hasse das Ding da. Mal ernsthaft. Ah. Ich schaff das. Ich schaff das, ohne mir eine Feder zu holen. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. Alles ist gut. Hui. Geh weg. So. Jetzt. Na, geht doch. Boah, diese Flamme. Oh Gott. Geh weg, Bleistift. Holzteil. Ah. Hey, zwei Flammen auf einmal ist voll unfair. Ja, generell sind diese Flammen voll unfair. Die kommen aus dem Nichts. Hui. Hopp. Flamme im Weg. Geh runter. Hui. Flamme im Weg. Ladidadidadida. Okay. Ich hätte gerne einen Mittelpunkt. Oh, wow. Danke, Spiel. Wirklich, danke. Sehr nett. Geh runter. Okay. Keine Ahnung, ob das so geplant war, aber so funktioniert es zumindest bei mir. Hui! Oh, das ist ein kleiner. Gut, dass ich dich gesehen habe. Hui, komm mal runter, Großer. Ja. Ganz toll gemacht. Ich bin so ein Genie manchmal. Mach Wump! Womp. Hui. Okay. Das ist bestimmt irgendwo ein Pilz. Komm mal runter. Aha. Spring, 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 spring. Ich hasse das. Wenn er in dieser Animation drin ist vom Großwerden, dann reagiert er nicht auf den Sprung. Ich hasse das. Das ist so dämlich gemacht. Mal ernsthaft. Komm runter. Okay. Na los! Boing! Ich gehe einfach oben drüber. Ist vielleicht sogar einfacher als unten rum. Plop, plop, plop. Okay. Dumm. So. Und jetzt gehen wir einfach nochmal zurück. Und du kommst nochmal runter. Und wenn du hochgehst, dann springe ich hier rüber. Okay, alles gut. Was machst du denn? Wo hüpfst du denn rum? Okay. Ich renne einfach. Oh, sehr schön. Gut, dass wir diesen roten Schalter haben und der Kleine deswegen nicht da rauskommt. Das finde ich sehr nett. Na los. Na los. Hui. Komm schon. Komm schon. Wie viele Pixel muss hier noch an dich ran? Ja, da, 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 da. Ja. Oh Gott. Ich will, dass es aufhört. Komm runter. Komm runter. Na los. Danke. Ah, oh Gott. Ah! Ich bin ausgerutscht. Oh, nö. Wetten, das war direkt vorm Ziel. Naja, nichts Neues, ne? Ja, ja, da, da. Komm runter. So.
Kann ich einfach durchrennen? Ich kann einfach durchrennen. Uah! Okay, alles gut. Hier renne ich nicht, hier warte ich. So. Du kommst runter. Dann hole ich meinen Pilz. Geh nochmal zurück, weil ich der ganzen Sache hier nicht traue. Und jetzt springen wir hier rüber. Okay, alles gut. Ach ja. Das warst du. Uah! Okay, alles gut. Du kommst runter. Und jetzt können wir hier durch. Komm runter. Danke. Plop, plop. Okay. Ja, Leute. Finde ich super toll, dass ihr so schön versetzt hier rumspringt. Okay, ich glaube, ich bin durch und ich lebe noch. Uah! Ich kann das. Ich kann das. Okay. Okay. Der da kann mir nichts tun. Der da kann mir auch nichts tun, aber da ist ein kleiner. Okay. Mario! Egal, Feder! Feder! Yay! Und eine schokoladenfarbene Bosstür. Und ich krieg die Vollkrise. Ernsthaft. Schon wieder der. Das gibt's doch nicht. Das Spiel hasst mich. Ich krieg den nicht mehr. Ah! Okay, okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Okay, ich muss jetzt nur springen und hier drauf stehen bleiben. Oh Gott. Ich hasse diesen Boss. Ernsthaft, der ist so grausam. Warum kommt der ständig? Ätzend. Schlimmste Boss ever, ganz ehrlich. Chocolate Island 4. Es kann nur besser werden. Yay, Rutsche. Wow, oh Gott. Huch. Was ist das da unten? Ernsthaft? Schokoladensäure oder was? Das war ein gelbes Level, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Da ist nur ein Yoshi-Coin. Ich brauche keine Yoshi-Coin. Oh Gott, es geht da oben lang. Okay. So viel dazu. Das war ein gelbes Level, ne? Also nur ein Ausgang. Also muss ich keine Röhren kontrollieren und lande auch nicht bei irgendwelchen Fischen des Todes. Hui! Bestimmt ist da unten ganz viel Schokolava. Wäre nett, wenn ich wüsste, wo ich hin muss. So, ob oben rum oder unten rum oder... Weiß wahrscheinlich niemand so genau. Wahrscheinlich da lang, bei diesem Brett. Uah! Hup, okay. Da unten sind Leben. Die sind mir relativ egal. Ah, okay, da ist Boden. Hier bekommt man eventuell einen P-Switch. Und ich muss sagen, es gibt hier irgendwie keine Feinde, wollte ich sagen, aber vergesst es. Mittelpunkt? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Er braucht schon Mittelpunkte. Der braucht schon Mittelpunkte. Gab's hier Power-Ups? Ich glaube auch nicht, oder? Das Spiel hasst mich. Ganz eindeutig. So, aber vielleicht gab's hier... Oh Gott, das war knapp. Vielleicht gab es ja hier irgendwo was. Wir haben es noch nicht gesehen, weil hier gab es ja 50 Milliarden tausend Wege. Gehen wir mal hier drauf. Power Up. Nein. Kein Power Up für Mario. Ich glaube, auf dich will ich drauf, oder? Und dann auf dich und dann da und dann springe ich hier hoch. So, vielleicht gab es hier eine Yoshi Coin. Yay. Da unten gab es nur Leben. Die sind mir relativ egal. Vielleicht ist hier irgendwo was drin. Pilz! Powerblock. Powerblock. P-Switch. Ja. Kein Power-Up.
Was ist da links? Da ist eine Röhre. Ja. Ja! Toll! Super reingeglitscht, Mario! Ah, toll. Jetzt glitsche ich sogar schon die P-Switches. Wahrscheinlich suche ich jetzt so lange nach irgendwelchen Power-Ups, bis ich sowieso sterbe. Hup. Ach, ich geb's auf. Ist ja doch nichts. Da ist noch Röhre. Pilz! Danke. Kann ich hier runter? Okay. Kann ich da rüberspringen? Ich muss wahrscheinlich. Ja, okay. Oh, hey, Ziel. Ernsthaft. Wow. Das ging. Schnell. Das heißt, wir sind wieder mal in der letzten Grube vor dem Ziel gestorben. Selten mal was Neues. Und das war ein gelbes Level. Sehr schön. Und das hier ist auch ein gelbes Level. Und das will mir gar nicht gefallen. Yoshi, das gefällt mir schon eher. Und mal so ganz blöd gefragt, wenn ich auf diesen P-Switch draufspringe, lande ich doch im Tod, oder? Weil der Boden zu Münzen wird. Ich springe jetzt aber doch mal drauf. Da kommt ja den ganzen Igel hier raus. Aber auch dieser Pilz. Pilz. Oh. Das ist natürlich auch schön. Peter? Danke. Oh, jetzt ist wieder weg. Na, egal. Geht's da rein? Mir egal. Es ist eh nur ein Fisch des Todes. Ich kenne das Spiel doch. Es sind immer nur Fische des Todes in den Röhren. Immer. Immer, immer, immer. Ja, wirklich immer. Ich übertreibe nicht. Es ist wirklich immer so. Ausfahrbare Röhren. Yay. Irgendwie finde ich die ja cool. Das da rechts finde ich weniger cool. Oh Gott, die gehen auch noch hoch. Das ist dann noch uncooler. Chucks ist sowieso uncool. Ah, und viele Chucks erst recht. Egal, Ziel. Ah, das ging relativ reibungslos, muss ich sagen. Das gefällt mir. So. Bonus-Game! Yay! Jetzt haben wir ein paar Leben bekommen. Wir haben doch einige verbraucht in letzter Zeit. Ja. Pilze. Na gut. Immerhin vier. Oh, Yoshi kann die nicht fressen. Ich dachte, Yoshi kann Leben fressen. Hä? Naja, dann halt nicht. Sind ja auch die Leben für Mario und nicht für Yoshi. Ist ja cool, wenn Yoshi auch Leben hätte. Dass er dann so, wenn er in den Abgrund fällt, dann einfach mein Leben verbraucht und wieder da ist. So, ich würde aber sagen, das war es erstmal für diesen Part. Beim nächsten Mal gucken wir uns dann das Schloss an. Also dann, ciao, ciao.